Wenn ich jetzt nach links gehe, habe ich, multipliziere ich mit 2. 2 hoch 1 mal 3 hoch 0 ist hier. Und hier ist 2 hoch 2 mal 3 hoch 0. Und in diese Richtung hier ist 2 hoch 0 mal 3 hoch 1 und 2 hoch 0 mal 3 hoch 2. Was ist 6? 6 ist 2 hoch 1 mal 3 hoch 1. Ja, ich bin einmal in diese Richtung gelaufen und einmal in diese Richtung. Also einmal mal 2 und einmal mal 3. Jetzt nehme ich nochmal mal 3, dann habe ich hier 2 hoch 1 mal 3 Quadrat. Und in die Richtung habe ich 2 hoch 2 mal 3 hoch 1. Und oben habe ich 2 Quadrat mal 3 Quadrat, was gerade 36 ist. Sie finden alle Teile einer Zahl, indem Sie die Primfaktorzerlegung nehmen, in so eine Potenzschreibweise bringen, 2 Quadrat mal 3 Quadrat, in diesem Fall, und dann alle Potenzierungsmöglichkeiten miteinander kombinieren, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 mal 3 hoch 0, 3 hoch 1, 3 hoch 2 in allen Kombinationsmöglichkeiten. Und so kommen Sie auf alle Teiler. Auf YouTube hat sich ja neulich Nightmare 6 beschwert, dass ich Kaffee trinke, auf der einen Seite so ein bisschen locker mache und auf der anderen Seite am Ende so Gas gebe und man dann nichts mehr versteht. Ne? Ich weiß auch nicht genau, was man machen soll. Warum haben wir hier eigentlich eine Tasse von der Deutschen Bahn? War bestimmt ein Werbegeschenk. Okay, so, jetzt schauen wir mal, was Sie produziert haben. Läuft die Kamera wieder? Alles klar, gut. Können Sie mir mal beschreiben, welche Grundstruktur dieses Hasse-Diagramm hat? Ja? Hier mal 2 nach links oben und 2 mal 5 nach rechts. Diese hier, ne? Ja. Genau. Da man alle Teile da drin sehen kann, muss man auch keine Teile suchen lassen. Bitte? Man muss nicht die Teile aufrechnen, weil man hier im Diagramm sehen kann. Genau, man muss nicht die Teile suchen, wenn man das Diagramm so aufspannt mit 1, 2, 4, 8. Oh, ich habe 1 zu viel gemacht, ne? Nee, 16. Hm? 16 fehlt noch, genau, ja doch, klar. 5, 25. So. Ja, also die 400 ist ja 2 hoch 4 mal 5 Quadrat. Psst. 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 2 hoch 4 mal 5 Quadrat. Dann haben wir hier die 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 3... 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und hier die 5 hoch 1, 5 hoch 2. Und in allen Kombinationsmöglichkeiten dieser Primfaktorpotenzen spannt sich der ganze Raum aller Teile auf. Ganz oben haben wir eben die 2 hoch 4, 2 hoch 5. Wenn wir einmal rausgreifen, haben wir 2 hoch 0, 1, 2, 2 hoch 3 mal 5 hoch 1 ist hier beispielsweise. Okay. Wie viele Teiler gibt es von der 400? 15. 15, wir haben es ausgerechnet. Sagen Sie? Gezählt. Okay, Sie haben gezählt, aber systematisch gezählt. Ne? Wie haben Sie gezählt? Fünf mal drei muss man rechnen. Ne? Wir haben hier 5 Knubbel und in die Richtung haben wir 3 Knubbel und wenn wir jetzt alle Knubbel haben wollen, müssen wir 5 mal 3 rechnen. Das ist eine Darstellung der Multiplikation von zwei natürlichen Zahlen als
Rechteck. Ja, Rechteck. Wir müssen 5 mal 3 rechnen. 5 mal 3 gleich 15. Also die Teileranzahl, 5 mal 3 gleich 15. Wie hängen denn die 5 und die 3 hier mit der Primfaktorzerlegung zusammen? Ja? Das ist immer um eine Potenz höher. Ich nehme diese 4 hier. 4 plus 1 mal und die 2. 2 plus 1. Ich nehme von den Primfaktoren die Potenzen, addiere 1 drauf und multipliziere diese Zahlen miteinander und dann komme ich auf die Anzahl der Teile. Wieso muss ich da 1 drauf addieren? Wieso rechne ich nicht 4 mal 2? Wieso rechne ich 5 mal 3? Haben wir da eine gute Begründung für? Wir fangen bei 2 hoch 0 an. Genau. Wir haben 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 3, 2 hoch 3, 2 hoch 4. Wir gehen zwar bis 2 hoch 4, aber wir müssen die 2 hoch 0 ja noch mitzählen. 0, 1, 2, 3, 4 sind 5 Zahlen, weil wir die 0 noch mit dabei haben. Genauso hier 0, 1, 2 sind 3 Zahlen. Weil wir die 0 noch mit dabei haben, müssen wir zu den Exponenten hier oben jeweils immer 1 draufzählen, um die Anzahl der Spalten oder Zeilen zu bekommen. Und dann multiplizieren wir das und kriegen die Anzahl der Teiler. Anderes Beispiel. Nehmen wir mal 3600. Wie viele Teile hat die 3600? Na? Kriegt man ganz leicht raus. Was ist die Primfaktorzerlegung der 3600? Wer kann sie mir sagen? Ja? 2 hoch 4 mal 3 Quadrat mal 5 Quadrat. Ja klar, ich meine, die 400 haben wir schon, das war 2 hoch 4 mal 5 Quadrat. Wenn ich die 400 mal 9 nehme, komme ich dahin und 9 ist 3 Quadrat, ne? Okay. Wie viele Teiler hat diese Zahl? Wie können wir es ausrechnen? Ja? Genau. Die Teileranzahl ist 5 mal 3 mal 3 ist gleich 45. 45 Teiler. So, wie findet man die systematisch? Naja, ist klar, ne? Man geht alle Kombinationsmöglichkeiten durch von Primfaktorpotenzen. Also 2 hoch 0 mal 3 hoch 0 mal 5 hoch 0, 2 hoch 0 mal 3 hoch 0 mal 5 hoch 1, 2 hoch und so weiter. Ne? Und dann 2 hoch 1 mal 3 hoch 0 mal 5 hoch 0 und so weiter und so weiter und so weiter. So kann man das schön systematisch, kann man alle Teile finden. Also die Primfaktorzerlegung ist extrem praktisch, ne? Und die Voraussetzung dafür ist immer, die Primfaktorzerlegung ist eindeutig. Und das haben wir letzte Woche bewiesen mit dem Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie. Eindeutige Primfaktorzerlegung, die kann ich eindeutig angeben. Es gibt keine andere als diese hier, der 3600. Und wenn es keine andere gibt, schreibe ich die mal so hin. Und dann finde ich alle möglichen Teile dadurch, dass ich die Primfaktorpotenzen miteinander jeweils kombiniere.